mir jetzt eben gerade mal meine Startnummer abgeholt. Ach, ich liebe das Leben in der Großstadt. Mann, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht weinen. Nochmal kurz im Arm für mich. Ich krieg das hin. Irgendwie tut meine Wade ein bisschen weh. I'm ready. Ich bin richtig stolz auf mich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Das wird jetzt hier ein kleiner Marathon-Vlog. Ich werde morgen den Halbmarathon in Wien mitlaufen und ja, ich bin aufgeregt. Ich habe mir jetzt eben gerade mal meine Startnummer abgeholt. Ich habe hier so ein Beutelchen bekommen, da ist meine Startnummer drin und was haben wir denn noch hier? Nasenspray. Okay, geil. Also was haben wir hier noch Schönes? Dann, oh Gott, das muss ich euch mal zeigen. Ich habe wirklich was ganz Hässliches gekauft. Waterdrop, okay. Handdesinfektion. Meine Startnummer. Katharina steht sogar mein Name drauf. Aufregend. Und, okay, Sicherheitsnummer hat es mir mitgegeben. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier schon erzählt habe, aber meine Apple Watch ist leider kaputt gegangen. Die misst einfach gar nichts mehr. Super sad. Gratis vom Marathon. Aber gut, deswegen muss ich morgen auf jeden Fall mein Handy mitnehmen. Und das ist eh ganz gut, weil dann kann man so getrackt werden und so. Und ich hatte halt nichts, wo ich mein Handy reinpacken kann. Ich wollte es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Und da war jetzt gerade so eine Messe noch, wo ich meine Laufnummer abgeholt habe. Und ich habe das hier gekauft. Das ist komplett bunt. Oh, naja, egal. Ich hatte da halt gefragt, was die haben fürs Handy und die hatten einmal so eine Armbinde, aber das finde ich irgendwie scheiße. Und dann halt sie nicht mehr so, haben sie vielleicht noch ein anderes Muster? Nee, sorry. Aber egal, es wird seinen Zweck tun. Jetzt habe ich so ein Ding. Ja, ist doch ganz cool. Naja, was wollte ich erzählen? Ich komme jetzt ja gerade aus Barcelona und ich bin dann direkt halt meinen Startnummer abholen gefahren. Ich bin froh, dass es noch geklappt hat, weil wir erst Verspätung hatten und... Aber es hat zum Glück alles geklappt. Und die Supermärkte in Wien sind natürlich alle schon zu, weil es jetzt schon 19 Uhr ist. Deswegen habe ich mir einmal gerade eine Pokeball bestellt, da freue ich mich sehr drauf. Und ich dachte, das ist ganz gut. Ich habe das mit Sushi-Reis genommen, ne? Damit ich noch ordentlich Kohlenhydrate tanke und so. Und dann werde ich gleich nochmal einen Einkauf tätigen. Also den werde ich mir auch hierher bestellen. Denn ich brauche morgen natürlich was zum Frühstücken. Ich habe so ein bisschen nachgelesen. Also ich glaube, ich werde morgen weißes Toast. Das mache ich eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, ich will weißes Toast frühstücken mit Marmelade. Habe ich gelesen, soll gut sein, leicht verdauliche Kohlenhydrate. So zwei bis drei Stunden vorm Run. Dann habe ich noch Bananen bestellt. Ich werde auf jeden Fall noch eine Banane essen. Oder also muss ich den noch bestellen. Und isotonische Getränke. Keine Ahnung, irgendwie dachte ich, das ist so ein Ding. Ich habe es ein paar Mal gelesen, noch nie getan, aber ich brauche das jetzt auch. Ach ja. Nee, genau. Also so viel dazu. Ich hoffe, dass meine Pokéball gleich kommt. Ich habe nämlich Hunger. Und dann werde ich jetzt hier nochmal kurz aufräumen. Ich freue mich schon so aufs Bett. Ich bin echt fertig. Ich wollte mich heute Abend nochmal ein bisschen dehnen. Irgendwie tut meine linke Wade die ganze Zeit weh. Doing amazing. Aber naja, was soll's. Das wird schon alles. Okay, also ich bestelle jetzt hier gleich mein Lebensmittel. Ich habe hier einmal Toast. Dann Bananen, dann habe ich einmal Margarine, ein Soja-Joghurt-Mango. Richtig geil, so eine Tutti-Frutti-Bänder, kennt ihr die? Ich habe die gesehen, ich war so, oh ja, geil. Dann zwei isotonische Getränke, I don't really know. Probieren wir mal. Einmal Äpfel und, dann habe ich gerade gesehen, wir haben ein bisschen Platz im Gefrierschrank. Auf jeden Fall brauche ich jetzt wieder ein Ben & Jerry's im Gefrierschrank. Deswegen habe ich mir da eins noch ausgesucht und das werde ich jetzt mal bestellen und das ist in 20 Minuten hier. Ach, ich liebe das Leben in der Großstadt, das ist einfach der Hammer. Also hier haben wir einmal meine Bowl, die zeige ich euch gleich nochmal. Und hier ist jetzt meine Bestellung. Einmal, oh crazy, ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Auf jeden Fall einmal Toastbrot. Guckt euch mal an, wie weiß das ist. Das ist ja sick. Naja, aber freue mich sehr drauf. Schmeckt halt geil. Hier sind meine Schnüre. Dann habe ich einmal Äpfel. Margarine. Ach, genau, einmal Joghurt. Die Bananen. Okay, die sind natürlich... wirklich grün. Okay, gut. Ist wie ist. Boah, dann das Ben & Jerry's. Das sieht ja... Warte mal. Das sieht ja einfach nur ultra sexy aus. Wow.
Und dann habe ich hier noch meine Sportlergetränke. Oh, wir haben es hier. Powerade. Und was habe ich hier noch genommen? Keine Ahnung, Sport, Isotonic, Berry. Ja, ist gut. Und wie gesagt, einmal Äpfel. Das haue ich jetzt einmal alles in den Kühlschrank und dann werde ich erstmal essen, because I'm hungry. Gut, dann schauen wir uns hier mal meine Bowl an. Boah, die sieht super sexy aus. Okay, hier haben wir sie. Okay, Kamera muss gedreht werden. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich habe einmal so ein Vegan Chicken genommen. Bin ich gespannt. Warum habe ich Wasabi-Nüsse oben drauf? Ich habe keine Wasabi-Nüsse bestellt. Okay, wurscht. Dann habe ich Mais. Dann habe ich Rotkraut. Edamame. Und, das ist noch so ein Wakame-Salat. Und unten drunter ist Sushi-Reis. Genau. Das werde ich jetzt mal essen. So, ich habe jetzt gegessen. Es war richtig lecker. Auch dieses Like Chicken war echt gut. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin heute auch irgendwie die ganze Zeit schon ein bisschen emotional verwirrt. Ja, also ich habe einfach wirklich Respekt vor dem Halbmarathon. Ich weiß, dass ich das packen werde, aber es ist auch einfach wirklich eine große Herausforderung für mich. Und ja, ich bin aufgeregt und heute dachte ich irgendwie auch, dass ich könnte schon wieder flennen. Katharina, reiß dich zusammen. Dass halt irgendwie voll schade ist, dass... Gut, also reißen wir uns nochmal kurz zusammen. Also das ist einfach irgendwie voll schade, dass halt keiner von meiner Familie im Ziel auf mich wartet. Aber... Mann, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht weinen. Gut, also... oh Gott, ich glaube, mein Kopf explodiert gleich, warum ich so rot. Okay, reißen wir uns nochmal kurz zusammen. Nein, also... ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, aber irgendwie bin ich emotional gerade ein bisschen verwirrt. Und ich weiß, ich packe das und ich packe es auch alleine. Okay. Atmen. Ich glaube, ich bin jetzt fertig mit Wein. Nochmal kurz im Arm für mich. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin, Leute. Ich weiß, dass ich das hinkriege. Und es ist eine große Herausforderung für mich und ich habe davor Respekt. Aber man wächst mit seinen Herausforderungen und ich möchte das jetzt machen. Ich habe da Bock drauf. Ich habe dafür trainiert. Ich weiß, dass ich das packe. Aber es ist einfach so uncomfortable. Es fühlt sich jedes Mal. Es ist einfach... Aber man muss das tun. Ich möchte wachsen, ich möchte mich den Herausforderungen stellen. Also, let's go. Okay. Jetzt geht's mir besser. Ach man, ich weiß gar nicht, was los ist. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist ein großes Ding für mich. Sag ich ehrlich. Aber ich krieg das hin. Ich glaube, ich rufe jetzt immer meine Eltern an. Und dann gehe ich heute auch früh ins Bett. Ich habe gerade mal meine Sportsachen durchgewaschen, weil ich aber nichts mehr da hatte. Ich hoffe, dass sie bis morgen trocknen. Dann mache ich alles für morgen schon mal fertig. Dass dann alles läuft. Schau, wann ich los muss, wo ich hin muss. Ja. Ich pack das. Okay, also die Sachen für morgen sind soweit vorbereitet. Das ist meine Startnummer. Dann habe ich hier mein süßes Täschchen. Ich habe mir alles schon mal ein bisschen rausgelegt, was ich morgen so brauche. Meine Sachen trocknen gerade noch. Ich habe mich jetzt gerade nochmal gedehnt und jetzt geht's ab ins Bett. Also, ich liege jetzt im Bett. Ich habe mich jetzt eben nochmal ein bisschen gedehnt. Irgendwie tut meine Wade ein bisschen weh. Blöd. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe eben auf jeden Fall ja auch nochmal so ein Magnesiumzeugs getrunken. Na, morgen wird das weg sein. Morgen wird es mir gut gehen. Und genau, ich habe noch mit meinen Eltern telefoniert. Ganz süß, die haben sich jetzt die App geholt und dann können die mich tracken und dann sind sie doch irgendwie dabei. Und genau, habe meine Sachen vorbereitet, das habt ihr gesehen. Ja, und ich bin jetzt mental da. Ich freue mich, ich habe Bock, ich möchte das packen. Und wenn ich das nicht schaffe, ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, alles, was morgen passiert, es ist alles in Ordnung. Ich habe mich darauf vorbereitet, das Training hat schon Spaß gebracht. Und ja, ich kriege das hin. Ich packe das. I believe in me. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich morgen doch nicht ganz alleine bin. Das ist auch schön. Ja, genau. Ich werde jetzt gleich mal schlafen, damit ich morgen fit bin. Und ja, ich bin trotzdem aufgeregt. Aber ich kriege das hin. Ich packe das. Yes. So, jetzt hole ich mir mal meinen wichtigen Schlaf. Und dann sehen wir uns morgen zum Marathon. Ja, ihr Süßen. Bis morgen. Okay, so wir haben es jetzt 3 Stunden vorm Run. Jetzt wird hier gefrühstückt. Richtig crazy weißes Toast. Und ich habe noch so Joghurt mit Trockenfrüchten gemacht. Und genau, das esse ich jetzt mal, damit ich gut gestärkt bin. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Race Day. Ich bin jetzt hier schon angezogen. Ich habe
Also ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich habe jetzt einen Pulli an. Ich habe darunter noch so ein Sportlangarm-Shirt und dann habe ich jetzt eine kurze Hose an. Ich habe mir jetzt schon mal die Startnummer auf meinen Windbreaker gehauen. Ich weiß noch nicht, ob das zu warm ist, aber ich glaube, ich fahre erstmal hin und schaue, was die anderen so anhaben. Und sonst kann ich sie nochmal wechseln. Genau, ansonsten ziehe ich mir jetzt, glaube ich, schon mal komplett an. Pack die Sachen in die Tasche, die ich brauche. Und dann geht's los. Also ich habe jetzt, wie gesagt, schon gefrühstückt. Wird schon ganz gut sein, denke ich mal. Ja. Ich bin aufgeregt, aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock und das Wetter sieht ganz gut aus, deswegen... Es wird gut. Ich pack das. I'm ready. Also jetzt ist hier nochmal meine Startnummer. Die habe ich auf meinen Windbreaker gehauen. Ich habe mir so eine Hose übergezogen. Die gebe ich dann natürlich nachher ab. Und hier ist mein Beutelchen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich bin aufgeregt. Aber ich pack das. Ich krieg das hin. Okay. Also let's go. Ich hab's gepackt. Ich kann es ja gar nicht glauben. Hier ist meine Medaille. Ja, ihr seht's, ich bin jetzt wieder zu Hause und schaut mal, hier ist meine coole Medaille vom Halbmarathon. I did it. Ich bin so froh, ich freue mich so. Es war ein richtig cooles Erlebnis und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin richtig stolz auf mich. Das kann ich jetzt ja einfach mal sagen. Ich bin richtig stolz, dass ich es durchgezogen habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal einen Halbmarathon laufe. Habe ich mich nie gesehen, aber ja, Leute, es ist möglich. Richtig Spaß gemacht. Also das ist ja ein riesiges Ding. Ich hätte nie gedacht, dass da so viele Menschen sind. Und das ist auch so cool, wie die alle am Rand stehen und dann anfeuern und... Also das motiviert dann tatsächlich. Ich dachte, hätte nicht gedacht, dass einen das doch oder dass das so viel mit einem macht. Aber das war richtig cool, dass die da einen angefeuert haben. Dann hatten die teilweise so Plakate, wo man einschlagen konnte. Und das war echt cool. Das hat Laune gebracht, auch mit ganz vielen Leuten einfach zusammenzulaufen. Das war echt was ganz Besonderes. Also es war ein richtig tolles Lauferlebnis auch. Und die Kilometer gingen super schnell vorbei. Also an der Seite sind immer so... ja, dann halt Banner, wenn man einen Kilometer gepackt hat. Und die meisten habe ich gar nicht mitbekommen, aber irgendwann war es so, oh, 5 Kilometer schon, geil. Und dann war es, also dann, keine Ahnung, verpasst man mal voll viele, dann trinkt man nochmal was und dann ist da so viel zu gucken. Dann war es so, huch, schon 13, schon 17, ah, nur noch 4 und das war echt geil. Es hat Spaß gemacht, das war richtig cool. Es war echt eine große Herausforderung für mich, das sage ich ganz ehrlich, weil ich vorher nie so viel gelaufen bin einfach. Ich habe dafür jetzt aber auch trainiert natürlich. Das war meine Zeit. Ich bin 2 Stunden 16 gelaufen. Hab nicht auf die Zeit geachtet, bin einfach ganz locker gelaufen. Und ja, ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch meinen Halbmarathon laufen. Ich habe Bock. Es bringt richtig viel Spaß. Und mal sehen, vielleicht setze ich mir dann auch ein zeitliches Ziel, dass man dann nochmal anders an die Sache rangeht. Also es war echt cool. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht. Jetzt im Nachhinein weiß ich das, da wusste ich das jetzt noch nicht. Als wir im Startblock losgelaufen sind, bin ich relativ so in der Mitte losgelaufen. Weil das ja eh der letzte Block war. waren viele vor mir, die halt langsamer gelaufen sind als ich. Und dann musste ich mich da erstmal so durchschlängeln. Also nächstes Mal würde ich mich da weiter nach vorne stellen. Aber ansonsten, ich bin hier in diesem weißen Langarm-Shirt gelaufen. Hier ist nochmal eine Startnummer. Und das war gut, also es war ein bisschen windig, aber das ging alles. Ansonsten war das cool, die standen an der Seite mit Getränken. Ab Kilometer 15 oder so gab es auch eine Banane und so. Also das war echt geil. Ich war einmal auf Toilette, einmal ganz fixi-foxy, als da eine frei war. Ja, und das war echt cool. Und auch als man dann ins Ziel gelaufen ist, das war echt ein richtig tolles Gefühl. Ja. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt kann ich das hier auch von meiner Vorsatzliste streichen. Ich hatte mir nämlich für dieses Jahr vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen. Und das habe ich jetzt getan. Also, ja, ich finde das cool. Man muss sich einfach Herausforderungen stellen. Und ne, ihr habt es ja gesehen, gestern habe ich da auch ganz kurz an allem gezweifelt. War kurz ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Aber jetzt nehme ich da unglaublich viel draus mit. Und das war cool. Ich bin froh, dass ich das... gepackt habe, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe, dass ich das mitgemacht habe und dadurch wird man einfach so viel stärker. Es ist halt einfach nicht leichter zu wachsen. Es ist immer unangenehm, man verlässt die Komfortzone, aber es lohnt sich. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mich weiterzuentwickeln, mich weiteren Herausforderungen zu stellen, Dinge zum ersten Mal zu machen, also wäre jetzt mein erster Marathon. Mal sehen, was ich als nächstes mache. Ich hab Bock und ich bin so froh, dass ich es gepackt habe. Ach, wir können nochmal den Beutel auspacken. Ich habe hier nämlich am Ende noch so einen Beutel bekommen.
Was haben wir da? Ach ja, Wasser war da drin, das habe ich schon fast weggekippt. Richtig geil. Ein Powerade, das hatten die auch überall an der Seite. Das ist ja so geil, das Zeugs. Also ich habe das jetzt heute auch mal getrunken. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Aber schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Flyer. Magnesium, das ist gut. Ich glaube, das nehme ich eh gleich mal, weil meine Waden sind jetzt doch ein bisschen fertig. Und dann haben wir hier noch eine Banane. Einen Apfel. Und ein Protein Bar von Foodspring. Das ist doch nice. So, habe ich sonst was zu erzählen? Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal duschen. Und ich muss sagen, ich bin aber gar nicht so fertig. Ich glaube, es ist noch die ganze Aufregung, Adrenalin, was auch immer. Deswegen merke ich das gerade noch gar nicht so, was das für eine Anstrengung war. Kommt aber bestimmt bald. Und ich dachte mir, vielleicht bestelle ich mir als Belohnung mal so ein richtiges Laufoutfit. Ich bin jetzt nämlich Läuferin. Offiziell. Nein, Spaß, man ist auch schon vorher Läuferin. Aber ja, ich hatte einfach Bock auf so ein richtig geiles Running Dress. Weiß ich nicht, eine coole Hose, ein cooles Oberteil. Ich habe jetzt ja schon mal einen schicken Gurt. Vielleicht sollte ich mir da einfach einen neuen bestellen. Aber genau. Ja. Also Leute, auch nochmal an euch, wenn ihr euch eine Herausforderung stellt, ihr packt das, wenn ihr dahin trainiert, auch wenn ihr am Anfang denkt so, boah, das werde ich niemals packen, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals einen Halbmarathon laufe, aber wenn man sich das vornimmt, wenn man dafür trainiert, dann kriegt man das hin und das Gefühl danach, wenn man es geschafft hat, ist unglaublich geil. Also, ne, davor muss man erstmal die Komfortzone verlassen, sich daraus kämpfen, aber es lohnt sich, weil es einfach unglaublich cool ist. Ja, das war mein Marathon. Kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine ganz andere Lauferfahrung. Also wenn ihr mal Bock habt, irgendwie sowas zu machen, man kann ja auch einen Staffellauf laufen oder es gibt ja auch Läufe, die nicht so lang sind, macht das unbedingt. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es bringt richtig Bock und es lohnt sich. Also das ganze Training hat sich gelohnt. Ich würde es auf jeden Fall, also ich mache das auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr. Ich bin wieder dabei oder vielleicht mal woanders laufen. Wie geil, weil... Oh, sorry, ich laber hier echt schon wieder super viel. Aber man sieht dadurch super viel von der Stadt. Also ich habe jetzt echt nochmal ganz viel von Wien gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und es war so eine richtig schöne Tour durch die Stadt. Und ich glaube, wenn man extra so in andere Städte reist, um da einen Marathon oder einen Halbmarathon zu laufen, ist das schon cool. Da sieht man schon ordentlich was. Ja, genau. Kann ich sehr empfehlen. Achso, und direkt nach dem Marathon habe ich einen Burger gegessen. Oh, das war geil. Das habe ich gebraucht. Ja, war cool. Ja, ihr Süßen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass euch der Marathon-Vlog gefallen hat, dass ihr da ein paar Einblicke sammeln konntet. Fühlt euch alle ganz doll gedrückt. Und falls ihr nochmal ein bisschen Motivation braucht, um irgendwie auch einen Run zu machen oder so, hier ist sie. Go for it, do it, es wird sich lohnen. Ah, und nochmal danke an alle, die mir Glück gewünscht haben. Das hat mich richtig gefreut und ich habe das in dem Moment echt, das hat mir echt geholfen, weil ich war so, okay, ich krieg das hin, ich schaff das. Das war richtig süß. Also, lieben Dank für eure ganze Unterstützung und... ein ganz, ganz dickes Küsschen an euch alle.